Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships, heute mit der Massachusetts, einem Schiff der Iowa-Klasse. Das will ich mal vom Aussehen hier mal behaupten. Wir haben, oder ich habe gerade mit Aufnahmen ein bisschen Pech, hier haben 10er Gefecht erwischt. Ganz viele Stufe 10 Schiffe. Die höchste Stufe. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das jetzt veranstalten. Ich wäre schon mal dran dafür, dass wir einfach da hinten durch die Mitte fahren. Könnte ganz unterhaltsam werden. Unsicher. Haben wir ohne? Okay, wir haben Kurfürst, wir haben Yamato, ich glaube, fahren wir zu sehen. Warte, wo ist... Oh, okay, da ist der Kurfürst, da ist Yamato und sogar noch Roma. Okay, da fahren wir mal zu denen nachher rein. Ich weiß nicht, darauf geachtet, was das Schiff hier für ein Kaliber hat. Ja, Kanonen. Ich hoffe, ein Kaliber ist groß genug, ist, um ihn nochmal was rauszuhauen an Schaden. Kurfürst kommt mehr noch hin. Ich war ein. So, Prinz Eugen, Koma Yamato. Okay. Ach, ich höre einfach mal, wie die Teammate hier jetzt so A gehen soll. Bin irgendwie auch ziemlich fasziniert. So ein kleiner, ach, ein Spielrunde habe ich mal gespielt. Was mir da auch sofort aufgefallen ist, die Turm bricht. Dem wird auch nicht eigentlich auch normal schnell. Wir haben satte also die Verbesserungen haben sich mehr als gelohnt. Schießen wir auf die Montana. Und das Ding hat sich eiskalt festgefahren. Das wäre der theoretische Höchstschaden, den man machen würde. Da muss man, glaube ich, erstmal die Zitadelle treffen. Ja, 30.000 noch was. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in einem 10er-Gefecht Zita treffen. Torpedos, achte aus! Ach du Scheiße! Torpedos, achte aus! Das ist ein Zerstörer, war da wieder schon im Gange. Der fällt jetzt vorwärts. Okay, wir sollen noch den Kreuzer da einschießen. Ich habe sogar ehrlich gesagt nichts dagegen. Einem so schön auf dem Präsentierteller steht. ...8000 Schaden. Der Menge Schaden müsse... Ich bin von einer Hindenburg geschossen. Conqueror. Wir uns zur Seite stehen. Hoffe ich mal. Ah, okay. Au. Das hat weh.
Torpedos auf Backbord. Geil, die Zitadelle getroffen. Torpedos auf Backbord. So, auf jeden Fall eindrehen. Da hat bitte schön geschossen. Ach, ist so der Eckturm. Für den jetzt nichts mehr machen können. Aber ich werde zwei Tops fressen. Ich will, wenn das. Also, wenn meine Granaten hier richtig treffen, dann macht's Aua Aua. Das erkenne ich auf jeden Fall jetzt schon. Jetzt müssen die treffen. Bauen wir ab. Also, ich glaube, hier werden wir nicht mal groß lebend rauskommen. Alter. Jetzt die Hindenburg will ich noch mitnehmen. Hindenburg würde ich gerne mal... Komm, 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 komm. Nein, ich weiß nicht. Hindenburg ist jetzt auch tot. Torpedos Achterhaus! Torpedos Achterhaus! Ja, Tops vorbei. Sind zwar fast tot, aber... Spricht nichts dagegen. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Warte. Dann noch am Berg würde schön festhängen. Okay, er tut mir jetzt fahren. Unsere ziemliche Wahrscheinlichkeit gerade im Visier. Kann jeder erzählen, was man will, aber die es werden definitiv einige Schüsse von der Montana auf uns kommen. Mehr als eindeutig auch und... Autsch. Jetzt die Schiffsreparatur. Da müssen wir damit irgendwie das übers Gefecht kommen. Da sich das Ding kaum rührt. Eigentlich schon fast über dem Präsentierteck. Wenn jetzt noch die Torpedos dahin ankommen. Salem ist tot. Und unsere Bananen sind jetzt auch nicht mal angekommen. Weil hier die ganze Zeit mit Reichwillkraft. Und Gengore ist jetzt
Also sollte man auf jeden Fall merken. Wenn ich selber das jetzt ein Trainingsstück, was ich jetzt vorübergehend habe, sollten wir merken, wenn da eine Verbesserung mit der erhöhten Reichweite. Au! Ich wieder mal ein anderes Achterschlachtschiff habe. Ich stelle auf den Jäger reinpacke. Also wir hängen auf jeden Fall jetzt am Berg. Dann haben wir den Berg noch im Weg. Schießen wir auf den Schiffsbug. Ach schade. 73.000 Schaden. Ihr wollt mich doch nicht verarschen. Also ich glaube, dass ich so... Ich würde manchmal sagen, das ist mein Rekord. Überhaupt. Kann sein, dass um ein paar tausend Reihen nicht erreicht ist. Da wurden hast du diese ganzen Schiffe der Iowa-Klasse. Ach, ziemlich gefürchtet waren. Du bockst es einfach mal. Montana ist einfach. Montana ist noch da. Ein Kreuzer, ein CV und Montana in halt eben. Tokaku, Montana, Charles, was das Ding? Kann ich jetzt nicht lesen. Shukaku haben wir endlich. Wie Charles macht. Wenn wir jetzt erstmal unser ganzes Feuer erstmal auf die Montana richten, dann will Shukaku auf jeden Fall dran sein. Dass jetzt das erste Mal, dass irgendein Flugzeug in die Nähe von mir kommt. Okay. Warte, was bedeutet die Voraufklärung? Jetzt will die Shukaku dran sein. Conqueror, Henry der Vierte. Also wenn ich Shukaku das überleben sollte, bis das Gefecht zu Ende ist, dann hat sie mehr Glück als Verstand gehabt. Aber gegen Achter, einmal gegen Achter Schlachtschiff und 10er Kreuzer, 10er Schlachtschiff, 10er Kreuzer. Alter, was ist die erledigt? In der Richtung müsste sein. Klar, als Martel wird tot sein. Och Mann, wir wollen doch die Shukaku beschießen. Naja. Also das würde ich sagen, war es dann auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hat es irgendwie erreicht. Death Note. Jawohl. Ja, und irgendwie sagen, was das mit der Folge, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und somit, tschüss, bis zum nächsten Mal.